Hallo, in diesem Video zeige ich ein paar Dinge zur Einrichtung eines Zyxl P660 RTX ADSL 2 Plus Access Routers. Als erstes gehe ich einmal in die Netzwerkverbindungen von Windows 8.1 und schaue, dass meine Netzwerkkarte hier auf DHCP gestellt ist. Das ist sie. Das kann ich auch mittels ipconfig all überprüfen und schaue hier, ob ich eine DHCP-Adresse bekommen habe. Das ist in dem Fall diese hier. Und unter dem Standard Gateway bzw. dem DHCP-Server werden wir uns nun über den Webbrowser einloggen. Anschließend gebe ich meine Standardzugangsdaten ein und komme nun auf die Konfigurationsseite des Geräts. So, das mit dem Größermachen funktioniert hier leider nur beschränkt. So, schauen wir mal hier durch, was es gibt. Ich sehe hier die Firmware-Version, andere Daten, logischerweise ist noch nichts eingerichtet. System Information, Statistics, Quick Start. Probieren wir das einfach einmal aus. Okay, kann ich ein neues Passwort setzen. Ich belasse es jetzt bei dem Standardpasswort, wähle zum Beispiel die Zeitzone aus. Next. Und kann hier einstellen, welche Art von Internetadresse ich habe. Sage ich jetzt einmal dynamische Adresse. Kann hier noch verschiedene Detaildaten eingeben, wenn ich sie vom Provider halte. Next. Und fertig. Dies war nun eine Art Grundkonfiguration. Unter Interface kann ich hier natürlich die gleichen Einstellungen und viele weitere noch einstellen. Unter LAN kann ich die lokale IP-Adresse vom Router ändern, die Subnetzmaske, Multicast ein- und ausschalten, DHCP-Server ein- und ausschalten. Ich kann einen DNS-Server vergeben, wohin der Router seine DNS-Anfragen schickt. Hier kann ich eine Routing-Tabelle konfigurieren und ändern. Unter NAT kann ich hier Ports von außen auf eines meiner internen Geräte bzw. Rechner weiterleiten. Unter Quality of Service kann ich sagen, welchen Netzwerkverkehr von welchen Geräten und welchen Ports beispielsweise bevorzugt und welcher weniger bevorzugt behandelt wird, sodass ich sagen kann, Voice over IP wird bevorzugt behandelt, wenn gleichzeitig Videostreaming läuft. Hier kann ich verschiedene ASL-Geschwindigkeitstypen auswählen. Hier kann ich verschiedene Annex-Standards auswählen. Hier kann ich die Firewall ein- und ausschalten. Und beim Access Management habe ich verschiedene Zugriffsberechtigungsmodelle. Ja, jetzt nicht weiter relevant. Zum Abschluss zeige ich noch, hier kann man System Restart with Factory Default Settings, das Gerät wieder in den Ursprungszustand zurücksetzen.